Ja, herzlichen Dank für euer Kommen, trotz dieser Wetterlage. Aber Regen muss auch sein und die Natur hat es nötig, wir mitunter auch, dass die Kräfte fließen. Und ich freue mich sehr, dass ich vor dieser großen Schar von Hochinteressierten, ihr seid ja auch alle bestens informiert und manches ist vielleicht auch etwas schwere Kost von dem, was ich aus Berlin mitbringe. Ich beginne aber damit, bei der letzten Montagsdemo fragte mich der ZDF-Reporter, woher nehmen diese Menschen, also ihr alle, ihre Motivation zum Widerstand gegen das Projekt Stuttgart 21? Ich denke, eine gute Frage. Da klingt für mich staunendes Anerkennen für diesen Widerstand, der sich hier über Jahre und in aller Stärke so formiert und immer wieder neu zeigt. Und ich meine, wenn die Entscheidungsträger ein ähnliches Staunen, ein Berührtsein über das, was mit euch hier im Gange ist, sich der Verantwortung zu stellen, wo politisches Versagen und rechtliches Unvermögen hier zusammentreffen, dann wären wir ganz nahe bei dem von uns geforderten Dialog über den Umstieg für Stuttgart, gegen Stuttgart 21, Umstieg und Ausstieg aus Stuttgart 21. Das Ergebnis der Sondersitzung des Bahnaufsichtsrats am 13. Oktober ist ein Aufschub. Ist es ein Aufschub zum Umstieg? Jedenfalls ein Innehalten und sorgfältiges Prüfen der Lage beim Großprojekt Stuttgart 21, bevor in der nächsten, man höre genau hin, ordentlichen Sitzung am 14. Dezember 2016 die Weichen gestellt werden. Das ist ein Teilerfolg unseres Bemühens. Das Ergebnis ist offen, aber bevor ich auf die Sachfragen eingehe, möchte ich euch etwas von der Berlin-Reise berichten, denn Berlin mit 50 Bürgerbewegten war wirklich eine Reise wert. Danke an Andi Kekreis und seine Helfer für das hervorragende, sehr preisgünstige Organisieren der Reise. Genau genommen waren es 3 Termintage in Berlin, hauptsächlich mit riesigem Einsatz in Händen von Werner Sauerborn. Er hat wirklich großen Applaus verdient. Eingeleitet mit unserer Pressekonferenz in der Landesvertretung Baden-Württemberg, vor einer Woche mit SWR und ZDF, mit Professor Böttger, Professor Monheim, Werner Sauerborn und mir. Das könnt ihr weitgehend durch einen Mitschnitt nacherleben. Unsere Präsenz in der Landesvertretung hatte der unermüdliche Henning Zierock für uns erreicht, der auch am Mittwoch und Donnerstag dankenswert moderierte. Am Mittwoch dann, letzte Woche, begeisterten vor dem Schwabenstreich am Bahntower die Ansprachen von Winfried Wolf und Volker Lösch zusammen mit dem tontechnisch übertragenen Empört euch, liebt euch von Konstantin Wecker. Am Morgen des Donnerstags dann, das war der Termin für die Aufsichtsratssitzung, wehte ein typischer eisiger Wind auf dem Potsdamer Platz vor dem Bahntower. Aber Bernhard Knierim von der Linken ermunterte uns und uns Bürgerbewegten gelang einiges, was in ganzen Fotoserien, zum Beispiel von Wolfgang Rüther, dokumentiert ist. ARD Hauptstadtstudio, Deutsche Presseagentur, Deutschlandfunk, NTV waren da. Und der Pressesprecher des Bahnkonzerns kam dann schließlich auch vom Bahntower herunter
und nahm die über 20.000 Petitionen, da hat Martin Pogunke Entscheidendes mitgewirkt, diese Petitionen von uns entgegen, von uns allen hier, zum Ausdruck dessen, dass wir immer mehr werden im Widerstand gegen Stuttgart 21. Es kam dann zu Interviews mit Werner Sauerborn und mir und mittags 5:12 Uhr folgten die Übergabe des Gutachtens Viereck Römisch 3 zu den Umstiegskosten vor dem Verkehrsministerium und schließlich noch ein spannendes Gespräch mit dem grünen Parteichef Cem Özdemir vor dessen Parteizentrale. Da ging es auch um die Volksabstimmung, aber ich habe dann klar machen können, dass im Moment es gar nicht auf die Frage Volksabstimmung, Sinnhaftigkeit und Überholtheit ankommt, sondern darauf, dass es jetzt gilt, dass er sein politisches Gewicht in die Debatte einbringt, auch gegenüber der Kanzlerin, um klarzumachen, es gibt eine großartige Chance, 6 Milliarden Euro zu sparen und den Umstieg in eine verkehrspolitische Wende herbeizuführen.